Warum ihr einfach mit Bruchrechnung umgehen könnt, wenn ihr euch mal die Playlists durchguckt. Das sind die Basics hier, was ich grün eingerahmt habe. Aber die meisten Leute haben dann Probleme bei Doppelbrüchen. Und erst recht dann, wenn es, und jetzt zeige ich noch eine Anwendung dazu, wenn es dazu kommt. So, ihr könnt dann solche Aufgaben lösen. Ihr könnt mit Doppelbrüchen umgehen, auch in Physik, in Chemie, sonst was für ein Fach. Das geht dann ganz leicht. Wichtig ist aber, dass ihr die Grundprinzipien verstanden habt. Und die habe ich dann in dieser Playlist nochmal extra dargestellt. Also das ist das Wichtige daran, an der Bruchrechnung. So, hier werden dann die Verweise gekommen, wie es da zu den einzelnen Videos geht oder ein paar Tricks oder ein paar Kniffe. Ich hoffe, ihr freut euch dann hinterher, wenn ihr es nämlich verstanden habt. Aber verstehen geht nur durch Übung. Also immer wieder üben, üben, üben und dann hat man es plötzlich drauf und das ist schön, das macht Spaß.